Heute hat die Übergabe von 4 neuen Löschfahrzeugen an die Feuerwehr Esslingen durch den Oberbürgermeister stattgefunden. Wir haben 4 Abteilungen der Feuerwehr Esslingen mit diesen neuen Ersteinsatzfahrzeugen ausrüsten können. Und zwar aus einem Rahmenvertrag mit der Beschaffung von bis zu 6 baugleichen Löschgruppenfahrzeugen. Die Fahrzeuge, die heute übergeben wurden, gehen an die Abteilungen Stadtmitte, Bergheim, Sulzgries und Zell. Und es ist möglich, 2 baugleiche Fahrzeuge auszuschreiben und innerhalb dieses Rahmenvertrages dann die Bestellung durchzuführen. Grundsätzlich sind diese neuen Fahrzeuge als erst ausrückende Fahrzeuge konzipiert und wir haben da insbesondere Wert auf die Kompaktheit gelegt, also ein kurzer Radstand, geringe Breite von 2,30 Meter, geringe Bauhöhe. Und trotzdem geschaut, dass alle Ausrüstungsgegenstände enthalten sind, die für einen qualifizierten Ersteinsatz erforderlich sind. Also im Grundsatz sind alle Fahrzeuge baugleich vom Fahrgestell, vom Aufbau her. Und auch die Beladung ist annähernd gleich, mit Ausnahme auf der Fahrerseite links vorne. Da sind bei den Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen jeweils Hilfeleistungssätze und Rettungszylinder verlastet und das entsprechende Zubehör. Bei den Löschgruppenfahrzeugen sind dort Traghaftspritzen zu finden. Die Hilfeleistungswachen in Esslingen sind die Wache in der Stadtmitte, die Abteilung Bergheim und die Abteilung Hegensberg, wobei das Hegensberger Fahrzeug erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft wird. Und diese Fahrzeuge sind eben mit einem Hilfeleistungssatz ausgerüstet. Für die anderen Abteilungen gibt es reine Löschfahrzeuge, die eben diese Traghaftspritze dann im Geräteraum links haben. Also dieses Konzept in dieser Form ist insofern neu, als 4 Fahrzeuge auf einmal in den letzten Jahren nicht beschafft werden konnten. Und wir haben eben diese Chance genutzt, hier baugleiche Fahrzeuge in Dienst zu stellen, um einerseits die Ersatzteilbevorratung entsprechend effizient zu gestalten und andererseits auch den Ausbildungsstand austauschbar zu halten. Also wir brauchen keine Spezialausbildung in jedem Stadtteil für die entsprechenden Autos, sondern die sollen überall gleich sein. Das war in früheren Jahrzehnten etwas einfacher, als es auch zu den Beladelisten noch entsprechende Beladepläne gab. Das gibt es also in der Form nicht mehr, sondern die Autos sehen alle unterschiedlich aus heutzutage. Und da wollten wir eben schauen, dass wir das für Esslingen vereinheitlicht bekommen.